Der Gedanke, dass sie unser Schicksal bestimmen und tatsächlich an der Errichtung einer neuen Weltordnung arbeiten könnten, ist vielen unheimlich. These institutions play a crucial role in our quest for a new world order. A new world order. Und tatsächlich, sowohl George Bush wie auch sein Sohn George W. Bush gehören einer Geheimgesellschaft an, die einen immensen Einfluss hat. Doch dabei handelt es sich nicht um die Illuminaten. Der Name dieses Geheimbundes lautet Skull and Bones. Ladies and gentlemen, I give you the President of the United States. Als sich im US-Präsidentschaftswahlkampf 2004 George W. Bush und John Kerry gegenüberstanden, war beiden viel daran gelegen, ihre Unterschiedlichkeit zu demonstrieren. Den noblen Gentleman aus Massachusetts und den hemdsärmeligen Präsidenten aus Texas schienen Welten zu trennen. Doch die beiden verbindet ein Geheimnis, über das sie sich nicht öffentlich äußern dürfen. Beide hatten nämlich nicht nur an der Elite-Universität Yale studiert, sondern sie gehörten dort auch derselben Bruderschaft an, einer geheimen Studentenvereinigung namens Skull and Bones, zu Deutsch Totenkopf und Knochen. Studentenbünde spielen an amerikanischen Elite-Universitäten wie Yale eine wichtige Rolle. Die größte Ehre für einen Studenten in Yale ist es, in eine Geheimgesellschaft berufen zu werden. Und die mächtigste ist Skull and Bones. Der skurrile Name und die makaberen Rituale, die bei Skull and Bones Treffen stattfinden sollen, lassen die Gerüchteküche brodeln. Der Totenkopforden wurde 1832 von einem Mann namens William Russell gegründet, der einige Zeit in Deutschland lebte. Von einer hiesigen Studentenverbindung übernahm er auch die Symbole von Schädel und Knochen. Die Adresse von Skull and Bones ist 64 High Street, mitten auf dem Campus von Yale. Einladend ist das fensterlose Gebäude nicht. Es heißt The Tomb, die Gruft. Die Tür bleibt für alle Nichtmitglieder verschlossen. Am Eingang steht Die Bold, stirb ohne Angst. Viele der Informationen, die es über Skull and Bones gibt, hat die Autorin Alexandra Robbins ans Licht gebracht. Der Yale-Absolventin gelang es, die Mauer des Schweigens zu brechen. Einige Mitglieder erzählten ihr sogar, wie man zum Bonesman wird. Jedes Jahr im April werden 15 Yale-Studenten eingeladen, Mitglied zu werden. Eine Woche später werden sie in der Gruft offiziell eingeweiht, wobei bizarre Rituale und Kostüme zum Einsatz kommen. Ein Skull and Bones-Mitglied verkleidet sich etwa als Papst. Dann gibt es einen Teufel und viele stellen Skelette dar. Die Neuen müssen Blut aus einem Schädel trinken. Das Aufnahmeritual endet damit, dass ein Don Quixote das neue Mitglied zum Ritter schlägt. Nach ihrer Zeit in Yale bekleiden viele Bonesmen hochrangige Posten. Unter den Mitgliedern finden sich Ölmagnaten, CIA-Beamte und Wissenschaftler, aber auch drei US-Präsidenten. Howard Taft, George Bush Vater und George W. Bush. Skull and Bones Brüder halten auch nach dem Studium zusammen. Sie bilden ein weit verzweigtes und einflussreiches Netzwerk, sodass manche Karriere den entscheidenden Kick bekommt. Einigen gelingt so der Weg ganz nach oben. Dort angekommen, revanchieren sie sich. Bestes Beispiel George W. Bush. Viele Bonesmen spendeten ihm Geld für seinen Wahlkampf. Und als er dann Präsident war, hat er mindestens ein Dutzend Skull and Bones Brüder in seine Administration geholt. Alexandra Robbins' Kritik geht noch weiter. Ohne Skull and Bones wäre ein so mittelmäßiger und inkompetenter Politiker wie George W. Bush niemals Präsident der USA geworden. Es kann gut sein, dass sich auch in Zukunft Kandidaten um Machtpositionen streiten werden, die sich früher schon einmal begegnet sind. In der dunklen Gruft des Totenkopfordens.